herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu meinem 33. Impuls. Stärkungsimpuls, ja, die Stärkungsimpulse sind die Ablöse für die Sonntagscafés und finden auch nicht mehr live statt, weil ich gemerkt habe, dass viele dabei sein wollen. Und die haben mir das auch immer geschrieben, aber sie konnten am Sonntag nicht. Und da ich glaube, dass es weitaus mehr erreichen wird, wenn ich es aufzeichne, mache ich das jetzt. Und noch viel besser, ich mache es dann, wenn ich meine, dass wieder ein Impuls nötig ist. Zu meiner Person, mein Name ist Jeanette Bieger. Ich arbeite als medialer Coach seit 2015 hauptberuflich und mache das auf der ganzen Welt und habe nicht erst mit Corona angefangen, das Internet für meine Coachings zu entdecken, sondern habe das von Anfang an so gemacht. Und ja, deshalb ist es für mich keine große Umstellung, dass diese Coachings und auch die Gruppensitzungen online zu gestalten. Ja, bei den Stärkungsimpulsen geht es genau wie bei den Sonntagscafés um die Ausrichtung und um die Stärkung. Und wir haben jetzt in naher Zukunft, nämlich am 16.02. den Vollmond. Und Vollmond ist ja immer, um etwas abzulösen, um eine Sache zu beenden und zu vervollständigen, um dann in das Neue zu starten. Und ja, das merken wir geballt an allen Ecken und Enden. Und ja, bevor ich auf das, ich möchte direkt auf das Thema eingehen. Nämlich dieses Jahr steht wirklich im Bereich der Beziehungen und wir dürfen uns entsprechend unserem inneren Wesenskern ausrichten. Und das betrifft all unsere Beziehungen, nämlich die Beziehung zu uns selbst. Das wird im Kern hinten dran gespiegelt und wir sehen es im Außen, Beziehungen zu anderen, Partner, Familienmitglieder, Freunde, Beruf, zu gewissen Dingen, zu gewissen Gewohnheiten, zum Essen und so weiter. Und ich habe das schon, ich weiß nicht wie oft und wie lange erzählt, dass genau das jetzt dieses Thema sein wird und das sich verstärkt. Und wenn du da noch nicht aufgeräumt hast, wirst du jetzt sehr unsanft hingeschubst. Und genau das erfahre ich gerade in meinen Einzelcoachings. Viele von euch haben genau dieses Thema. Und deshalb habe ich gedacht, okay, machen wir den Impuls genau auch in diese Richtung. Es gilt wirklich, bei dir aufzuräumen. Denn ich kenne das auch nur zu gut aus meinen anfänglichen Jahren. Oder sagen wir mal bis 2014, 2013. Ich habe immer alles gut unter den Teppich gekehrt. Alles das, was irgendwie störte, was der Harmonie nicht würdig war und die möglicherweise mich ins Wanken gebracht hat. Bevor es mich ins Wanken oder Schwanken gebracht hat, habe ich es gerne unter den Teppich gekehrt und habe ein freundliches Lächeln dazu aufgesetzt. Genau das machen viele von uns und wir machen es in sämtlichen Bereichen ganz unterschiedlich. Und du wirst merken, dass das nicht mehr funktioniert, dieses unter den Teppich kehren und darüber lächeln, der Harmonie willen. Und auch wenn du, wie ich, ein Sternzeichen bist, was sehr harmoniebedürftig ist, dann müssen wir auch hingucken. Und wenn es Dinge im Außen, die uns rütteln, noch nicht bewirken, dann wird es sicherlich eine Erkrankung bewirken, dass du dir die Zeit nimmst und die Ruhe, um dahin zu schauen. Und ich möchte hier keine Angst machen, überhaupt gar nicht.
Denn wenn du dieses Thema, diese Themen dir annimmst und dir die genau anschaust, und dann wird sich es lösen und dann wirst du wachsen. Und um diesen Wachstum geht es. Und wir wissen, dass diese ganze Transformationszeit, die wir Anfang 2020 angefangen haben, die jetzt schon seit 2 Jahren geht, einfach nur darum geht, um unser persönliches Potenzial zu entfalten. Und deshalb mein Leitspruch: Du bist viel größer, als du denkst, entfalte dein wahres Potenzial. Das war mir damals gar nicht so bewusst, als ich diesen Leitsatz irgendwann bekommen habe und ja überall kundtue, spätestens unter meinen Impulsen oder Videos, die ich hin und wieder mache, oder ja auch schriftliche Newsletter zum Beispiel. Ja, jetzt sieht man im Außen, dass da auch einiges ins Wanken gerät und wir sehen, wie zurückgerudert wird allerorts. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, dass die Techniker Krankenkasse eine der noch solidesten Krankenversicherungen Deutschlands dann irgendwann mal einem Patienten oder Kunden geschrieben hat: Nein, also sie übernehmen keine Folgeschäden für die Impfung. Das macht hier jeder freiwillig. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil so sehen wir, dass nirgendwo an irgendwelchen öffentlichen Stellen es noch getragen wird. Und ich habe dann auch gesehen, dass in Frankreich zum Beispiel, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber mir ist es zu Ohren gekommen von Frankreich, dass Lebensversicherungen nicht ausgezahlt werden für Corona-Verstorbene. Das ist auch sehr interessant, weil sie gelten als Selbstmörder. Und da sieht man wieder die Begründung, die hinten dran steht. Es ist immer noch freiwillig, auch wenn du jetzt noch nicht den Impfstatus hast und meinst, es geht nicht anders, sodass du dich impfen lassen musst. Das machst du immer noch freiwillig, weil du setzt die Unterschrift drunter und damit bekundest du, dass du es freiwillig tust. Es wird meiner Meinung nach auch definitiv nicht dazu kommen, weil sie können dich nicht zwingen. Du bist Herr deines physischen Körpers. Und wenn wir das abgeben, wir haben es mehrfach abgegeben, mit dem Thema beschäftige ich mich auch gerade sehr intensiv, nämlich in dem Bereich, wo wir eben irgendwann mal eine Versicherungs- oder eine Nummer bekommen, einen Personalausweis bekommen haben. Da haben wir eigentlich das schon abgetreten. Aber du kannst immer noch Herr sein deines Körpers und dich darauf berufen. Und jetzt sehen wir auch schon überall, dass es Lockerungen gibt. Ne? England macht schon auf und Ende der Woche wohl auch die Niederlande. In Deutschland kann man auch schon in einigen Bundesländern wieder frei einkaufen. In Spanien braucht man keine Masken mehr im Freien. Und in Italien ist das ebenfalls so, wenn sie auch sonstige Regeln noch offen halten oder aufrecht halten. In Österreich ist es auch schon etwas nach unten gerutscht und so weiter und so fort. Lass dich von diesem Irrsinn nicht beirren. Bei all dem dürfen wir immer noch bei uns bleiben und in uns ruhen. Und darum geht es. Es geht darum, um unsere Wahrheit zu leben, unseren Seelen Kern zu leben und den zu zeigen. Und dazu wird mit Sicherheit zählen, dass die Welt einfach umgekrempelt wird. Und wir sind noch am Anfang bei dem Umkrempeln, denn es hält hier immer noch jeder aufrecht an den Berufen, an den
Vorgehensweisen, wie er vorher sein Leben, seinen Alltag gemanagt hat, versucht man immer noch daran anzuknüpfen, wie es denn mal war. Und all das dürfen wir wirklich langsam, Step by Step, ablegen. Ja, es wird mit Sicherheit einen Großteil der Berufe wegbrechen und sich neue Berufe, nämlich Berufungen, finden. Und du brauchst da mit Sicherheit keine Angst zu haben, dass du dann kein Dach mehr über den Kopf hast, dass du obdachlos wirst und auf der Straße landest oder sonst irgendwas. Nein, es wird ein kompletter Umbruch sein. Das bedeutet, für uns wird ganzheitlich gesorgt. Und weißt du, ich bin leidenschaftliche Skifahrerin. Wenn ich als Flachland-Tiroler, also als Düsseldorferin, es über 30 auf über 30 Tage Skitage im Jahr gebracht habe, dann kann man davon reden, dass man leidenschaftlicher Skifahrer ist. Und ich bin bei Wind und Wetter rausgegangen, egal welche Witterungen waren. Seit einiger Zeit lebe ich eben diesen, es wird Luxus genannt, aber es ist mein Leben. Und ich glaube, es ist auch schon ein Teil der neuen Erde, die ich da lebe seit 5 Jahren, 6 Jahren, wo ich meine Winter eben in Südtirol verbringe und dann einfach darauf geguckt habe, wie ist das Wetter heute, und wenn es schön war, bin ich Skifahren gegangen, und wenn es nicht so schön war, dann eben nicht. Und genau jetzt bei diesem Wettereinbruch, den wir hier haben, dem es schneit wie verrückt, wäre ich spätestens morgen auf der Piste beziehungsweise irgendwo im Tiefschnee unterwegs. Und da muss ich sagen, das tut schon weh, wenn man das nicht machen kann, obwohl man ja kerngesund ist, weil ich habe seit 2 Jahren keine Wehwehchen, noch nicht mal ein Anflug von einer Erkältung. Und dann wird man eingesperrt wegen einem Pseudovirus. Aber da möchte ich mich gar nicht drüber auslassen. Also ich möchte nur sagen, bleib standhaft. Und du siehst es, dass wir alle einige Opfer bringen müssen und um einiges umdenken. Und es geht darum, um aus der Manipulationsfalle rauszutreten. Und die Manipulation, die lauert einfach überall. Und wenn du schon öfter mich mal verfolgt hast, ich komme ja aus Marketing. Ich weiß sehr gut, wie man Dinge gescheit oder richtig platziert, um dass man sein Produkt möglichst schön darstellt. Immer mehr habe ich dieses ganze Konstrukt hinterfragt, wie man was schön darstellen lässt, um es möglichst optimal zu verkaufen. Das bedeutet nicht, dass man nicht irgendwas gut präsentiert, aber die Manipulation, die brauchen wir nicht mehr. Und wenn ich mittlerweile hinter diese ganzen Konstrukte immer mehr blicke, immer mehr reinschaue in diese Manipulationsfallen, die auch mir nicht im Detail bewusst waren, dann muss ich sagen, dann passt das alles nicht mehr für mich. Und vielleicht geht's dir ähnlich. Ich rede von Manipulationsfallen, die im Fernsehen laufen und nicht nur in der Werbung, sondern ist schon als Kind oder als Jugendliche immer mal aufgefallen, dass plötzlich so ein schnelles Bild kam oder so ein Bildwechsel mitten in einem Film, mitten in einer Ansage, sonstiges. Ich habe zwar nicht erkennen können, was das war, aber ich habe das immer gesehen, und vielleicht hast du das auch schon gesehen, und man nimmt es sogar bei den HD-Bildschirmen war, wenn ich mich daran zurückerinnere, wobei ich schon sehr lange kein Fernsehen mehr schaue. Aber da gibt es Manipulationen. Und glaub nicht, dass dein Verstand das nicht irgendwo wahrnimmt, dein Bewusstsein. Du nimmst es wahr, und zwar ganz hinten in deinem Unterbewusstsein.
Und das ist die Tücke daran. Weil dadurch können Manipulationen, Informationen zu dir gelangen, die du gar nicht durch deinen Kopf filtern kannst, gar nicht durch deinen Verstand filtern kannst. Und deshalb möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass dieses Fernsehen schauen, und das ist egal, ob du jetzt einen Film dort schaust oder was du da schaust, gespickt ist mit Manipulationsfallen. Und du kannst mich jetzt gerne in diese Ecke Verschwörungstheoretiker abtun. Es gibt Wissenschaftler, die das genau untersucht haben, und die haben auch sogar diese Frequenzen eingeblendet und zeigen dann, was dann manipuliert wird. Zum Beispiel wird irgendein Produkt präsentiert, eine Produktplatzierung, und du hast dann plötzlich extrem Appetit auf das ein oder andere Produkt oder sonstiges. Und genau so wird es in Filmen gezeigt. Filme bringen auch unterschwellig solche Botschaften mit sich, und zwar ohne, dass sie ausgewiesen haben, dass Produktplacement stattfindet, denn so nennt man das in der Werbebranche. Und es ist Zeitungen, in den Zeitschriften ebenfalls der Fall. Glaube nicht, dass ein Produkt nur so einen Artikel bekommt und so beworben wird, sondern es hat immer einen anderen Hintergrund hinten dran, und sei das derjenige, der Firmeninhaber bzw. das Unternehmen dafür bezahlt, dass darüber was geschrieben wird. Und ich kenne das gut, und ich habe auch, ich hatte ja mal vor einiger Zeit eine Firma für Modeaccessoires und habe da wirklich versucht, auch in den Zeitschriften reinzukommen. Manchmal gelingt es einem auch so, aber viel einfacher und viel präziser funktioniert es eben, wenn du eine entsprechende Anzeige zusätzlich bezahlst. Und dann bekommst du auch einen redaktionellen Beitrag. Also deshalb achte auf all diese Dinge, und wenn du sagst, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ja, dann löse dich von dem so gut, wie es geht. Spätestens im Supermarkt ist es dann ebenfalls wieder so weit, dass da auch überall Manipulationen stattfinden. Es wird für Regalplätze wird ebenfalls von den Unternehmen bezahlt, und zwar die in schöner Höhe und die an einem Hauptgang. Die kosten natürlich mehr als irgendwo unten oder ganz oben im Regal, wo man schlecht drankommt und so weiter. Also deshalb lade ich dich hiermit ein, drüber nachzudenken, wo du noch einkaufst, wo du dein Geld hinbringst und wen du stärkst. Denn da geht letztendlich ein Energiefluss einher, ein Nehmen und ein Geben. Und wenn du jetzt bei einem kleinen Laden einkaufst, dann kannst du in der Regel davon ausgehen, dass es diese Platzierungen nicht gibt, am besten bei einem Hofbauer. Und dass der einfach seine Platzierungen und sein Obst und Gemüse so platziert, wie er es für richtig hält, und nicht, weil irgendjemand dafür bezahlt, wo sein Produkt liegt. Ja. Ich glaube, es war nicht jedem so klar, deshalb dieser kleine Exkurs. Mit dem, was wir da jetzt haben, dieser vermeintliche Ausblick auf Lockerung, auch da dürfen wir genau hinschauen, denn dieses ganze Konstrukt wurde von der Dunkelheit kreiert. Und du kannst davon ausgehen, dass diese Lockerungen Pseudo-Lockerungen sind. Und ich beschreibe das immer so schön mit dem Esel und der Möhre. Und wir rennen ewig dieser Möhre hinterher und denken, in einer Woche ist es soweit. Na, dann kriege ich ja mein, was auch immer, mein Leben wieder zurück. Oder
ein Pieks und dann kriege ich ja mein Leben wieder zurück. Und du merkst, du greifst jedes Mal vorbei, weil die Möhre immer weiter in diesem Abstand vor dir hängen bleibt, beziehungsweise ein bisschen dichter rankommt und dann wieder weiter weggeht und so weiter und so fort. Auch diese Lockerungen und das vermeintliche Ende und das vermeintliche Aufdecken, das wird noch nicht das Ende sein. Das Ende ist dann, wenn du es in dir fühlst und nach außen trägst. Und ich habe eben gesagt, viele Berufe werden wegbrechen. Vieles das, was wir kennen, wie unser Alltag aufgebaut ist, wie unser Alltag strukturiert ist, wird wegbrechen. Und wenn was wegbricht, dann ist es ein vermeintlicher Tod, ein kleiner Tod. Und aber danach wartet das Leben auf dich. Und das Leben, so wie wir es bisher gelebt haben, das hat ausgedient. Und wir dürfen einfach da reingehen und jetzt ja das Neue erschaffen und das Neue aus unserem Herzen heraus erschaffen. Es geht um Mitgefühl, um Liebe und Mitgefühl auch für diejenigen, die es jetzt nicht besser wussten, die jetzt wahrscheinlich schon, also ich höre immer von mehr Menschen, die gesundheitliche Einbußen haben und es natürlich nicht mit ihrer Impfung, mit ihrem Pieks in Verbindung bringen. Auch für die dürfen wir Mitgefühl haben. Und auch die werden früher oder später erwachen oder eben nicht, weil ein Teil wird eben nicht diese Transformation mitmachen. Das sind in der Regel junge Seelen, die das nicht mitmachen. Aber alte Seelen, die schon oft inkarniert sind, die werden mit Sicherheit, wenn sie nicht eh schon von Anfang an es erkannt haben, das ganze Spiel, früher oder später das Spiel erkennen. Und sei verständnisvoll zu diesem Menschen. Vielleicht ist es ja auch jemand in deinem direkten Umfeld, der da noch ein bisschen braucht, bis er dann den Durchblick hat und die Umdenkerei. Mit diesen ganzen, ich möchte noch mal kurz auf diese Werbung zurückgehen, weil ich möchte dir noch was dazu sagen. Es wird hier immer was suggeriert. Es wird was, diese Manipulation findet statt, dass wir ein Bedürfnis entwickeln. Wir wollen ein bestimmtes Produkt erwerben, um so sein oder zu sehen wie derjenige in dieser Werbebotschaft, in diesem Film und so weiter. Und was wird uns denn da letztendlich vor Augen gezeigt? Es wird gezeigt, wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht schön genug, wir sind nicht schlank genug, wir sind nicht sportlich genug, wir sind nicht jung genug und so weiter und so fort. Wir sind nicht intelligent genug und so weiter. Und dann setzt sich diese Maschinerie in Gang, um eben unsere Schwingung möglichst zu drücken. Und da bin ich wieder auf diesem Thema, die all das. Wir sind nicht gut genug, wir sind nicht reich genug, schön genug, hübsch genug, glücklich genug und so weiter, lässt ja in uns das Gefühl des Mangels entstehen. Und wenn das erstmal entfacht ist und wir ja immer nach dieser Möhre greifen, dann erzeugen wir noch mehr von diesem Mangel. Und vielleicht hast du das auch schon mal irgendwo auf dem einen oder anderen Gebiet festgestellt und vielleicht die x-te Diät gemacht, um dann zu merken, okay, hat nur wieder Geld gekostet und hat nichts gebracht. Oder Schönheitspflegeprodukte, haben auch wieder nur gekostet, haben aber,
einigermaßen was gebracht oder nur kurzfristig was gebracht und so weiter. Deshalb möchte ich dich dazu einladen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, über deinen Sinn des Lebens. Warum bist du hier? Was könnte denn letztendlich dein Zutun sein, dass du hier auf Erden etablieren sollst? Warum bist du hier? Wir sind nicht durch Zufall hier und wir haben alle eine Aufgabe und sollen alle dienen für etwas Bestimmtes. Dass wir auch Erfahrungen machen sollen, ja, aber wie lange du eine Erfahrung machst, das liegt an dir, ja, bis du es eben verstanden hast. Und deshalb geht es jetzt, hinten dran zu schauen, was ist dein Sinn des Lebens? Und da merkst du auch schon, die Karten werden total neu gemischt, denn wenn man vorher so den Sinn des Lebens hatte, vielleicht für die Familie da zu sein, zu arbeiten, einem Beruf nachzugehen und dann irgendwelche Freizeitgestaltungen zu machen, wie Freunde treffen, zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen und so weiter, um dann so sein Leben so in Gang zu halten und dann wieder zu arbeiten und so, dann werden jetzt die Karten neu gemischt. Das Leben wird sich einfach alles umgestalten. Es ist sogar zu überlegen, ob das Konstrukt Familie, so wie es bisher gestaltet wurde oder in den letzten 100 Jahren entwickelt wurde, ob sich das wieder ändert oder macht es Sinn, dass tatsächlich die Familien, wie sie original entstanden sind, nämlich Eltern, Kinder und dann weitere Kinder, dass die zusammenbleiben oder ob sich da vielleicht was Neues entwickelt, nämlich neue Familien, vielleicht Familien aus dem Seelenkonstrukt heraus, also Familien, Menschen, die sich zusammentun, weil sie spüren, sie haben eine tiefe Verbindung. Und vielleicht kennst du das auch mit dem einen oder anderen Familienmitglied, dass da zwar offiziell das Blut das gleiche ist, aber das Gefühl irgendwie nicht da ist. Vielleicht kennst du das. Und in meinen Einzelkursen das sehr oft, dass es dann darum geht, mit Eltern oder Mutter oder einem Elternteil oder mit ins Reine zu kommen und da die Verbindung wieder herzustellen. Das ist natürlich alles möglich, aber dennoch haben wir unsere Eltern hier uns ausgesucht, um eben zu inkarnieren. Aber es ist die Frage, ob wir deshalb auch tatsächlich zusammenleben müssen oder sollten. Ja, denk darüber einfach mal nach. Das waren so meine Gedanken, die ich so in letzter Zeit hatte. Und das in alle Bereiche rein. Wir sind so beschäftigt mit unserem Alltag, mit unseren Aufgaben, die wir uns da täglich erschaffen, einkaufen, vielleicht noch irgendwo das Kind irgendwo hinbringen, abholen oder dann vielleicht auch die Enkelkinder oder sonstige Verpflichtungen nachzugehen. All das ist anfällig. Und wenn wir uns dann meinen, in einem Zeitfenster in einen Ruheimpuls geben zu können, dann sind wir schon wieder im Stress. Das ist dann nämlich der Stress des Urlaubs. Und dann wird auch der Urlaub geplant und all das muss schon wieder geplant werden. Und warum kann man sich denn nicht einfach mal treiben lassen? Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass wenn du dich treiben lässt, dass dann oft die besten Ideen kommen. Und wenn du einfach nur in deinem Sein bist. Und in dieser Zeit
gibt es ganz tolle Projekte, die sich neu entwickeln. Und ich habe schon vor einiger Zeit von Permakulturprojekten gesprochen, aber auch das wird weitergedacht. Nämlich, wie kann denn jemand Permakultur auf einem kleinen Grundstück oder in einer Wohnung etablieren? Auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Und deshalb sehe ich diese Zeit wirklich als Bereicherung war, sodass etwas Tiefes aus dir erschaffen werden darf. Und es gibt kein, es geht nicht. Es ist nur die Frage, wie. Und wenn du irgendwas für dich gerne machen möchtest und aber aus räumlichen Gründen es gerade nicht anders kannst, dann frag doch mal, wie das geht. Ich sagte ja, du kannst sogar Permakultur in einer Stadtwohnung machen und sogar indoor. Also es gibt mittlerweile tolle Sachen und das Rad darf neu erfunden werden. Also deshalb klemm dich hinten dran, geh mit solchen Leuten in Kontakt, wenn dich das interessiert oder alternative Hautpflegeprodukte, Gesundheitsprodukte. Der Markt ist riesig und nicht nur der Markt, sondern im Grunde. Genommen das, was du Besonderes mitgebracht. Genau. Und deshalb möchte ich dich jetzt einladen, mit mir eine Rune zu machen, nämlich die Rune Algis. Die Rune Algis ist die Rune, die du vielleicht, die ebenfalls missbraucht wurde von der Dunkelheit, die nämlich als Peace-Logo bekannt wurde, also beziehungsweise die Rune Algis und dann das Zeichen drumherum, nämlich wenn man die Rune Algis rumdreht und also praktisch auf den Kopf stellt, dann ist sie genau das Gegenteil von Leben. Und wir machen aber die Rune Algis und die Rune Algis zeigt nach oben, nämlich die Arme nach oben. Und dazu, bevor wir da reingehen, möchte ich dir erstmal vorlesen, was die Rune Algis beinhaltet. Also Runen für das, wenn du es nicht weißt, sind ganz alte keltische Zeichen und sie sind sehr kraftvoll. Sie sind letztendlich die Korrespondenz zum Kosmos und du kannst mit diesen Zeichen kannst du sehr vieles bewirken. Du kannst diese Zeichen bei dir tragen. Es gibt Schamanen, die das immer gerne als Talisman oder so und es auf Holz oder sowas, auf so einem kleinen Holzklötzchen draufmalen und die kannst du dann als Schmuckstück tragen oder auch einfach in der Hosentasche. Aber ich sag, du kannst es auch einfach auf ein Stück Papier oder sowas malen. Und dazu, du kannst dich auch in diese Runen stellen und dadurch die Energie durch dich durchfließen lassen. Und die Rune Algis unterstützt die Kommunikation mit der geistigen Welt. Sie stellt den Kontakt mit deinen Schutzwesen her. Sie bringt dich von der Materie in den Geist, um Gefahr und Unglück abzuwenden. Sie hilft, dich wieder zu zentrieren und deine Schutzgeister zu rufen. Gegen Gefahr und Schwächung deines Immunsystems. Algis warnt vor Gefahr und kündigt Schutz an. Bewahrt den Erfolg. Lausche deiner inneren Stimme. Und jetzt möchte ich dich bitten, dich hinzustellen. Ich stelle mich nicht, weil dann siehst du mich nicht mehr richtig. Und wenn ich zu weit zurückgehe, hörst du mich nicht mehr richtig. Und das wollen wir ja nicht. Also deshalb stell dich einfach in den Raum, such dir einen guten Platz und stell dich so hin, dass die Beine zusammen sind, also die Füße parallel. Genau. Und jetzt nimmst du die Arme nach oben in einen V. Und sprichst mir nach. Algis, Algis, Algis.
Lebenskraft und Schutz wird mir zuteil. Es ist das Licht der Inspiration und die Brücke zum kollektiven Bewusstsein. Meine Arme sind als Antennen ausgestreckt. Ich bin offen und lausche meiner inneren Stimme. So sei es. Jetzt lass die Rune einfach durch dich durchfließen und nimm einfach wahr, wie die Energie vom Kosmos durch deinen Körper in Mutter Erde fließt. Es kann sein, dass du etwas zu Banken, Schwanken oder Straubeln kommst. Das muss aber nicht sein. Nimm einfach die Energie wahr. Langsam komm wieder zu dir zurück, nimm die Arme nach unten und du kannst die Rune immer wieder machen, du kannst dich immer wieder reinstellen, auch in deinen Alltag einbauen. Es ist die Lebensrune und damit bekommst du Kraft und Stabilität, ja, Lebensenergie sozusagen. Zum Abschluss möchte ich dir sagen, und mein Leitmotto, mein Leitsatz dir nochmal mit auf den Weg geben. Dein Körper ist viel größer, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial. Und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.